Herzlich willkommen zum Lesegottesdienst zur Andacht am Karfreitag in der Margaretenkirche. In der Tradition der Mediascher Kirchengemeinde gibt es am Gründonnerstag und Karfreitag diese beiden Andachten, wo in der Sakristei der Kirche der Bibeltext selber verlesen wird, ohne Kommentare. Denn die Worte des Evangeliums sind selber so stark und eindrücklich, dass es genügt, sie einfach nur zu hören. Die Antwort der Gemeinde auf diese Botschaft sind die Lieder, welche den Redefluss unterbrechen, doch von Liederdichtern meisterhaft in Worte gefasst wurden. An der Orgel begleitet und singt unsere Organistin Edith Todt. Die Texte werden angezeigt und laden ein zum Mitsingen. Die Bilder, welche zwischendurch gezeigt werden, sind hier vom Hauptaltar der Margaretenkirche aus Mediasch, fotografiert von Eduard Bach. So feiern wir diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du großer Schmerzenssohn, vom Vater so geschlagen, Herr Jesu, dir sei Dank für alle deine Plagen, für deine Seelenangst, für deine Band und Not, für deine Geißelung, für deinen Bittentod. Ach, das hat unsere Sünd und Missetat verschuldet, was du an unserer Stadt, was du für uns erduldet. Ach, unsere Sünde bringt dich an das Kreuz hinan, o unbeflecktes Lamm, was hast du sonst getan? Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil. Dein Blut, das Lösegeld, dir armen Sünde teil. Barmherziger Vater, lieber Herr Jesus Christus, lass uns die Leiden unseres Lebens und der Welt im Angesicht des Kreuzes von Golgatha sehen, damit wir wissen und behalten, wo das wahre Leid liegt, wer unsere Schuld getragen hat, warum wir noch hoffen, beten und danken dürfen. Wir kleben am Tode und bitten reumütig um das wahre Leben, das du uns bereiten und schenken möchtest, um des Kreuzes auf Golgatha willen.
Wir bedenken in dieser Zeit dein Leiden und Sterben für uns. Gib uns gute Gedanken und zeige du uns den Segen von Trauer und Leid, damit wir in der Tiefe unserer Schuld das Heil deines Kreuzes erkennen. Amen. Wir hören die Passionsgeschichte aus Matthäus 27. Am Morgen aber fassten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück. Und er sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: Sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten. Und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach: Du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, so dass sich der Statthalter sehr wunderte. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute Nacht viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von beiden soll ich euch losgeben? Sie aber sprachen: Barabbas. Dich allein will ich erwählen, alle Kräfte meiner Seele. Nimm nur ganz in deine Macht. Ja, ich will mich dir verschreiben, lass es ewig feste bleiben, was ich dir hab zu. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt
und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßt seist du, der Judenkönig, und spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkrone. O Haupt sonst schön gekrönet, mit höchster Ehr und Zier. Und als ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simeon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle gemischt. Und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Als ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der König der Juden. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Wo fällt sie hier dein Leben? Am Stamm des Kreuzes schweben, dein Heil singt in den Tod, du große Fürst der Ehren, lässt willig sich beschweren mit Schlägen und Wund großem Spott. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, Lama asabtani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Wenn ich mein
Und siehe, der Vorhang im Tempel zerrissen zwei Stücke von oben an bis unten an. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber deren schlafenden Heiligen standen auf. Und sie gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen auch Maria von Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Josef und die Söhne des Zebedäus. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der ist Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einem Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deine Todesschmerzen, da du so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die Hohepriester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist. Und hast uns durch dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut. Wir bitten, wahrer Mensch und Gott, dir du gelitten Schmach und Spott, erlöse uns von dem ewigen Tod. Und tröst uns in der letzten Not. Behüt uns auch vor Sünd und Schand und reich uns dein allmächtig Hand, dass wir im Kreuz geduldig sein, uns trösten deiner schweren Pein. Daraus schöpfen wir die Zuversicht, du werdest uns verlassen nicht, getreulich allzeit bei uns stehen, dass wir durchs Kreuz ins Leben gehen. Mit diesen Worten im Herzen und diesen Liedern im Ohr lade ich nun ein zum Gebet. Herr unser Gott, betroffen stehen wir am Karfreitag da, denn in dieser Geschichte spielen auch wir eine Rolle.
Wir hören, was du getan hast und wissen, dass du es für uns getan hast. Wir sehen die Bilder an und erstarren vor dem Leid und dem Tod, welche du erduldet hast. Wir singen die Lieder, doch diese machen uns auch wieder getrost und stark im Glauben, denn wir wissen, dass du für uns diesen Weg gegangen bist. Das Kreuz ist für uns ein Bild für unsere Schuld, welche uns den Tod bringt. Es ist aber auch ein Bild für unseren Herrn, der für uns den Tod gelitten hat. Karfreitag ist der Tag, wo das Leben erloschen ist, wo die Kerzen ausgingen und wo die Instrumente schwiegen. Doch ist unsere Hoffnung nicht vergeblich, denn nach dem schwarzen Karfreitag folgt ein helles Osterfest. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So empfang den Segen des Herrn. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,